Die Schilddrüse befindet sich vor der Luftröhre und hat in etwa die Form eines Schmetterlings. Ihre einzige Aufgabe ist die Produktion von drei verschiedenen Hormonen, nämlich Triiodthyronin, Thyroxin und Calcitonin. Um Triiodthyronin und Thyroxin herstellen zu können, benötigt sie allerdings das Spurenelement Iod. Triiodthyrosin enthält drei Iodatome, weswegen es meistens einfach nur T3 genannt wird. Und Thyroxin enthält vier Iodatome. Daher wird es mit T4 abgekürzt. Wenn zu wenig Iod über die Nahrung aufgenommen wird, kommt es zu einer krankhaften Vergrößerung der Schilddrüse, die als Kropf bezeichnet wird. Die Schilddrüse reagiert nämlich auf den Mangel mit einer Gewebszunahme, um die Hormonproduktion zu steigern und eine normale Konzentration von T3 und T4 im Blut zu erreichen. Die Aufgabe der beiden Hormone ist die Steigerung des Grundumsatzes. Sie beschleunigen den Stoffwechsel in fast allen Körperzellen. Das machen sie, indem sie die Herzfrequenz steigern, Fettreserven zur Verfügung stellen und die Resorption, also die Aufnahme von Kohlenhydraten während der Verdauung, fördern. Dadurch ermöglichen sie ein normales Körperwachstum und eine gesunde Gehirnentwicklung. Sie sorgen dafür, dass die Körpertemperatur aufrechterhalten wird und erhöht wird, wenn uns kalt wird. Bei Amphibien sind sie außerdem für die sogenannte Metamorphose verantwortlich. Also für die Verwandlung vom Larvenstadium zu adulten Tieren. Schauen wir uns jetzt noch den etwas komplizierteren Teil an, die Regulation. Stell dir vor, es ist ein kalter Wintertag und du frierst am ganzen Körper. Der Hypothalamus bemerkt, dass etwas nicht stimmt und möchte den Grundumsatz steigern. Dafür schickt es das Thyreotropin-Releasing-Hormon, kurz TRH, zum Hypophysen-Vorderlappen. Der Vorderlappen schüttet daraufhin das Hormon Thyreotropin, kurz TSH, aus. TSH wandert nun zur Schilddrüse, wo es die Freisetzung von T3 und T4 in die Blutbahn bewirkt. Von dort können sie nun ihre Zielzellen erreichen, um dort ihre Wirkung zu entfalten. Leider kommt es bei T3 und T4 relativ häufig zu Hormonstörungen. Aber das wollen wir uns ein anderes Mal noch genauer ansehen. Schauen wir uns zuletzt noch das dritte Hormon der Schilddrüse an, und zwar Calcitonin. Seine Aufgabe betrifft den Calciumhaushalt. Es soll nämlich den Calciumspiegel im Blut senken. Das macht es, indem es den Einbau von Calcium in die Knochen fördert und den Abbau von Knochengewebe hemmt. Außerdem fördert es in den Nieren die Ausscheidung von Calcium. Neben der Hypophyse wird Calcitonin auch von einzelnen Hormonen aus dem Verdauungstrakt reguliert. Damit wird sichergestellt, dass Calcium aus der Ernährung schnell in die Knochen eingebaut wird.